Hallo meine Freunde der angenehmen Temperaturen. Ja, die Saison neigt sich langsam zum Ende, aber trotzdem ist die Nachfrage von Klimaanlagen und Störungen bei Klimaanlagen noch immer so hoch. Deswegen ein neues Video und wenn ihr keines verpassen wollt, dann drückt doch einfach die Glocke und lasst ein Like da. Let's go! Ja, ich werde häufig gefragt, hey du, schön, messen hier, messen da und Tiefkühlzelle da, aber wie sieht es eigentlich aus beim Messen von Klimaanlagen? Ja, Leute, da streiten sich die Geister von oben bis unten. Die meisten Kältetechniker, werdet ihr wahrscheinlich hören, die sagen, eine Klimaanlage zu messen macht überhaupt gar keinen Sinn, ja, weil die sind ja in Werte geregelt, du weißt ja nie, in welcher Frequenz du dich bewegst und eigentlich brauchst du nur einen Laptop mit der dementsprechenden Software und dann schreibt dir das Ding eh alles hin und du brauchst keinen vernünftigen Kältetechniker mehr, um eine Klimaanlage zu betreuen. Und ich sage, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, war vielleicht jetzt ein klein wenig übertrieben gesagt, weil ja, sie sind Inverter geregelt und ja, wir wissen nie hundertprozentig, wo bewegt sich das Ding jetzt da, wo sollte er mit der Verdampfung regeln, weil er ja macht, was er möchte und ja, wir haben natürlich Software mittlerweile, wo wir uns draufhängen können, die uns natürlich alles sagen. Ich wäre nicht euer Chris, wenn ich nicht noch auch hier ein paar Tipps und Tricks habe, die euch vielleicht weiterhelfen könnten bei einer Klimaanlage. Fangen wir mal an mit dem wichtigsten Thema, die Verdampfungstemperatur. Warum das wichtigste Thema? Weil es auch auf den ersten Blick so die leichteste Möglichkeit ist, das zu messen. Und ja, wenn wir jetzt wieder drüber reden, ja, wie mache ich das? Hin und her. Wir hängen unsere Manometer an. Halt, ihr kennt, glaube ich, jeder eine Standard-Split-Klimaanlage. Und jede Standard-Split-Klimaanlage hat im Normalfall auf der Saugleitung ein Schraderventil beim Außengerät montiert. Und dort kann ich mich mal draufhängen und einfach mal schauen, was messe ich. Ich habe eine Verdampfungstemperatur. Und mir ist es jetzt aktuell vollkommen egal tatsächlich, ob der Inverter bei 30 Hertz rennt, bei 100 Hertz rennt, bei 80 Hertz rennt. Es ist mir vollkommen egal. Was ist für mich wichtig? Nämlich das sogenannte Messwert, wo läuft so eine Klimaanlage standardmäßig. Und standardmäßig läuft so eine Klimaanlage so roundabout 6 Grad Celsius Verdampfung. Es gibt auch welche, die laufen schon ein bisschen tiefer bei 2 Grad Celsius. Und es gibt welche, die laufen ein bisschen höher bei 10 Grad Celsius. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie warm der Raum ist, wo gerade klimatisiert wird und wie groß natürlich die Außentemperatur ist. Ja. Aber was sehen wir jetzt schon mal? Wir sehen tatsächlich, wir laufen im Plusbereich. Das heißt, wir sollten über 0 Grad Verdampfungstemperatur sein. Und wer natürlich das Video davor sich angesehen hat, ja, bezüglich Vereisung von einem Verdampfer, würde wissen, was passiert, wenn wir zu tief runterfahren. Und eine Klimaanlage hat standardmäßig keine Abtauung. Natürlich kann es bei den ein oder anderen Klimaanlagen, gerade bei Multispitter sowas in Richtung passieren, wenn die Anlage startet, dass sie kurzfristig natürlich mit der Verdampfungstemperatur unter Null fährt, aber das halt wirklich nur kurzfristig. Das heißt, er erholt sich gleich sofort einmal, fährt wieder hoch und sollte sich dann im Endeffekt einpendeln. Da gilt wieder das Sprichwort, ein bisschen warten nach dem Starten. Oh, das hat sich gereimt. Natürlich könnte man sagen, ja, wir fahren jetzt mit 6 Grad Verdampfungstemperatur, aber rein theoretisch läuft die Anlage nur so bei 30 Hertz, damit sie diese 6 Grad halten kann. Und somit könnten wir trotz allem einen Leistungsverlust haben. Das sehen wir natürlich jetzt aktuell bei der Messung nicht. Aber es gibt ja den Wert Überhitzung. Und da gibt es wieder die Diskussion herum, naja, wir haben da 20 Meter Rohrleitungslänge, wenn wir jetzt da versuchen, eine Überhitzung zu messen am Innengerät oder sonst was, das sind ja alles Lug und Trug und diese verfälschten Werte, mit denen kann man nichts anfangen. Technisch gesehen, ja, aber wir wollen ja nur einen Hinweis haben, wir wollen uns ja nur in eine gewisse Richtung orientieren können. Also packe ich jetzt nun meinen Thermometer auf.
Und jetzt mache ich zuerst eine Sache. Ich habe meine Verdampfungstemperatur und die ist jetzt roundabout 6 Grad Celsius. Jetzt gehe ich zu meinem Innengerät hin, mache das Innengerät auf und messe beim Eingang, also Einspritzung hinein, am besten oben an den Bögen direkt, und messe jetzt dort aktuell einmal meine Einspritztemperatur und vergleiche sie tatsächlich mit der Verdampfungstemperatur quasi, die ich mit dem Manometer gemessen habe. Weil, warum mache ich das? Wenn ich natürlich, sage ich mal, Rohrleitung von 4 Meter habe, da wird sich nicht wie viel verändern. Wenn ich aber jetzt eine Rohrleitung habe von 20 Metern, könnten wir natürlich durch Druckabfall etc. etc. natürlich da eine komplette Differenz haben. Nur um abzuschätzen, stimmt das, was ich mit dem Manometer messe, oder ist der Wert nahezu gleich mit der Oberflächentemperatur? 100% gleich wird es nicht sein, weil es eine Oberflächentemperatur ist und das andere ein errechneter Wert ist. Aber es gibt mir schon mal einen Indiz, bewege ich mich in die richtige Richtung. Wenn ich jetzt natürlich mich in der richtigen Richtung bewege, dann kann ich eigentlich entspannt ganz normal beim Innengerät von der Saugleitung, was ja unten gleich direkt der Ausgang ist, die Oberfläche hernehmen und kann jetzt schon die Differenz rechnen und habe meine Überhitzung. Bei den meisten Klimaanlagen fahren wir sehr, sehr kleine Überhitzungen. Also bitte hier nicht erschrecken, warum die Überhitzungen so weit unten sind, weil wir natürlich, die Geräte werden immer kleiner, wir müssen mehr Leistung aus den Registern rausholen, und wer natürlich beim Thema Überhitzung aufgepasst hat, weiß, umso kleiner die Überhitzung ist, umso mehr Leistung habe ich natürlich in meinem Innengerät, und deswegen fahren die so standardmäßig so bei 2 Kelvin herum. Habe ich die Werte nicht? Ja, dann sind wir bei der Thematik Kältemittelmangel. Das bedeutet im Klartext, okay, die Überhitzung ist vielleicht viel zu groß, dann fülle ich halt ein bisschen Kältemittel auf. Es ist halt ein Indiz, eine hundertprozentige Genauigkeit natürlich nicht, aber ich kann mir damit weiterhelfen und kann hier relativ einfach und schnell einen Kältemittelmangel feststellen. Aber wer natürlich die vorigen Videos oder die Serie Messwerte gesehen hat, weiß, dass ich natürlich abfahre darauf, nicht nur einfach die Verdampfung und die Überhitzung herzunehmen, sondern ich will natürlich auch eine Verflüssigung und eine Unterkühlung haben. Und da sind wir natürlich jetzt bei Klimaanlagen auf dem Punkt, wird ein bisschen kompliziert. Bei größeren Anlagen haben wir hochdruckseitig natürlich einen Anschluss. Ja, bei VRF-Anlagen oder vielleicht auch schon bei größeren Multispieltanlagen, je nach Hersteller, findet man so den ein oder anderen Anschluss, dass man diesen messen könnte. Aber bei einer herkömmlichen Single-Split-Anlage oder so einer kleineren Multispieltanlage finden wir den natürlich nicht. Und dann sollten wir mal überlegen, okay, wie kriege ich jetzt eine Verflüssigungstemperatur und wie kriege ich eine Unterkühlung? Wo kann ich das jetzt messen? Weil vor allem auch noch, wenn wir mal drüber nachdenken, zig Firmen haben diese Werte auch noch zusätzlich in ihren Überprüfungsprotokollen drinnen. Und ich sehe immer wieder viele Techniker, die tragen halt einmal irgendwas ein. Aber auch hier kann ich euch natürlich einen kleinen, vielleicht nicht so hundertprozentig genauen, aber Spitzentrick zeigen. Wenn ihr beim Außengerät steht, dann nehmt ihr auch wieder ganz einfach euren Thermometer her und ihr geht bei den Lamellen, bei dem Verflüssiger, ungefähr ein Drittel hinunter, geht zu so einem Bogen hin und misst einfach mal die Oberfläche auf diesen Bogen. Weil im ersten Drittel ist in den meisten Fällen sogenannte Enthitzungsphase, der restliche Bereich ist ja quasi Verflüssigungsphase und ganz unten haben wir dann die Unterkühlungsphase. Das heißt, wenn ihr am oberen Drittel ungefähr messt, solltet ihr nahezu zu dem Punkt sein, wo ihr verflüssigt. Und siehe da, wir haben eine Verflüssigungstemperatur, zumindest einen Richtwert, ob er sehr hoch ist oder vielleicht zu tief unten ist. Gerade im Kältemittelmangel würde dieser Wert ja auch absinken. Und wenn wir jetzt uns noch ganz drauf spezialisieren wollen, dass wir alle 4 Messwerte haben, dann können wir die Unterkühlung ja auch nehmen anhand der Oberfläche. Wer natürlich weiß, ich will, dass die Unterkühlung im Normalfall kurz vor dem Expansionsventil gemessen wird, und können wir ja auch gleich direkt beim Außengerät machen. Also da auch wieder vorsichtig, bitte sucht das Expansionsventil nicht unbedingt gerade beim Innengerät, wenn es keine VRF oder VRV oder whatever Anlage ist, sondern bei den normalen Splitanlagen ist das Expansionsventil oder die Expansionsventile, wenn es eine Multisprit ist, im Außengerät verbaut.
Damit kann man das ganz einfach messen. Ihr braucht jetzt nicht irgendwie von Pontius zu Pilatus laufen, hier rauf, runter, links, rechts, da, hier und überhaupt, ja, sondern könnt die Messwerte eigentlich fast alle beim Außengerät abnehmen. Ja, probiert es einfach mal aus, diese ganzen Messwerte. Bei einer Wartung, fahrt einfach mal bei einer Wartung hin und versucht Trick 17 einfach von mir mal zu verwenden. Und ihr werdet sehen, wie einfach das geht, zumindest die Anlage einschätzen zu können. Natürlich können wir noch sehr, sehr viele andere Sachen bei einer Klimaanlage messen. Was noch sehr wichtige Messpunkte werden, ist dann zum Beispiel Stromaufnahme von den Verdichtern oder die Spannungen und die Datenspannungen. Aber das sind natürlich Thematiken, die eigene Videos bekommen werden. Das heißt, wenn ihr natürlich darüber nichts verpassen wollt, dann die Glocke drücken, lasst ein Like da, kommentiert, wie stellt ihr den Kältemittelmangel fest bei einer Klimaanlage. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, schaut bei Twitch einfach vorbei, dann können wir über die gesamte Sache reden. Und wenn ihr wissen wollt, wann ich live bin, dann seht ihr das natürlich auf TikTok und auf Instagram in meinen Stories oder Posts. Also wir sehen uns beim nächsten Video, wo es darum geht, wir wollen Störungen finden und dann auch noch beheben. In diesem Sinne, euer Chris wünscht euch nur das Beste.